Bauer nicht in der Nase, du Indianer. Das sagt Mutter immer, wenn er in der Nase puppelt. Jedes Mal denkt Ben, dass er noch nie eine Geschichte gelesen hat, in der ein Indianer in der Nase bohrt. Mutter hat ziemlich falsche Vorstellungen von Indianern. Wenn er grübelt, grübelt er manchmal mit der Nase. Mutter weiß das auch. Nun hat sie ihn durcheinander gebracht. Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade gedacht habe. Na, dann wird es schon nicht so doll gewesen sein, Ben. Außerdem sollte einer, der bald 10 wird, nicht mehr in der Nase bohren. Ich kenne sogar 50-Jährige, die das tun. Na, also hör mal, Ben. Ja, der Onkel Gerhard. Mutter dreht sich von ihm weg und Ben weiß, dass sie lacht. Doch gleich spielt sie wieder die Strenge. Das fällt ihr so schwer, dass sie das Salzfass auf dem Tisch umwirft. Das kannst du doch nicht so einfach behaupten, Ben. Doch, Grete. Er und Holger rufen Mutter Grete. Vater, sagt Gretel zu ihr. Immer musst du streiten. Du hast mal zum Papa gesagt, der Onkel Gerhard benimmt sich wie ein Ferkel, wo es alte Ferkel doch gar nicht geben kann. Er hat Mutter geschafft. Sie seufzt, holt ihren Mantel und schlägt einen anderen Ton an. Wenn sie es ernst meint, schlägt sie den immer an. Und Ben, setz dich gleich an deine Hausaufgaben. Wenn Holger kommt, soll er sie nachsehen. Holger ist Bens 13-jähriger Bruder. Er ist ein Ass in der Schule und muss dafür gar nicht viel tun. Ben ist längst nicht so gut. Und Mutter findet... Du bist ein Faulpelz, Ben. Das stimmt nicht. Nur manchmal. Naja, ich würde sagen, meistens. Auch wenn man gebüffelt hat, kann der Arbeit mal in die Hose gehen. Na schön, Ben. Ich habe ja auch nur gesagt, du sollst nicht herumtrödeln, sondern dich gleich an die Arbeit machen. Also mach mal los. Und schon ist Mutter aus der Tür. Sie muss in die Praxis von Dr. Wenzel. Dort arbeitet sie nachmittags. Sie ist Arzthelferin. Ben fängt nicht gleich an. Erst guckt er ein riesiges Loch in die Luft. Dann geht er in sein Zimmer und holt sich das Tierbuch mit den vielen Bildern. Dann füttert er sein Meerschwein, die Meersau Trudi. Dann setzt er sich wieder an den Tisch. Dann zieht er das Rechenheft und das Rechenbuch aus der Tasche. Dann klappt er es auf. Dann legt er den Füllhalter neben den Bleistift und den Tintentöter. Dann döst er. Dann zieht er sich die Schuhe aus und kickt sie unter den Küchenschrank. Dann bohrt er wieder in der Nase. Dann endlich fängt er an zu rechnen. Die Aufgaben kommen ihm noch schwerer vor als sonst. Wahrscheinlich, weil in seinem Kopf ganz andere Gedanken sind. Er kann nicht rechnen, weil er an Anna denken muss. Das ärgert ihn. Aber immer wieder fällt ihm Anna ein. Erst fand Ben Anna scheußlich. Alles an ihr war komisch. Sie hatte keine Jeans an, sondern ein langes, altmodisches Kleid. Sie hatte nur einen Zopf und auch der war zu lang. Sie war blass und dünn und schniefte. Anna war zu Beginn des 4. Schuljahres neu in die Klasse gekommen. Herr Seidmann, der Klassenlehrer, hatte sie eines Morgens vor sich durch die Tür geschoben. Das ist eure neue Mitschülerin. Sie heißt Anna Mitschek. Seid nett zu ihr. Sie ist erst seit einem halben Jahr in Deutschland. Vorher lebte sie mit ihren Eltern in Polen. Viele Hexe. Benehmt euch, ja? Komm, Anna, setz dich hierher neben Katja. Katja rückte gleich ein bisschen weg von Anna. Anna tat so, als merkte sie das alles nicht. Ben fand, Anna passe nicht in die Klasse. Er musterte sie noch einmal genau. Da hob sie den Kopf und guckte ihn an. Er fuhr richtig zusammen. Sie hatte riesige, braune Augen, die waren ungeheuer traurig. Solche Augen hatte er noch nie gesehen. Er wusste auch nicht, wie er darauf kam, sie traurig zu finden. Er dachte, solche Augen darf man nicht haben. Sie machen einem Angst. Er sah nicht mehr hin. In den nächsten Tagen kümmerte sich niemand um Anna. Herr Seidmann mahnte die Klasse, nicht gemein zu sein. Wenn Anna wenigstens mal heulen würde, dachte Ben. Aber das tat sie nicht. Katja fand Anna ekelhaft. Die stinkt. Und richtig schreiben kann sie auch nicht. Mit 10 kann die nicht mal richtig schreiben. Die kann vielleicht Polnisch schreiben. Die ist überhaupt eine Polin und keine Deutsche. Wahrscheinlich hat sie nicht in Polen bleiben dürfen. Wegen Dauerstinken. Hör bloß auf, du stinkst doch selber. Wer verteidigt Anna? Ben liebt Anna. Blöde Ziege. Lass sie los, die kriegt keine Luft mehr. Ben, lass Katja los. Katja, tausch den Platz mit Regine. Vielleicht kannst du Anna helfen, Regine. So, und nun hört mal zu. Es kann jedem von euch passieren, dass er in eine andere Stadt und in eine andere Schule kommt. Und jede von euch wäre erstmal fremd. Und bei Anna ist das noch viel schlimmer. Sie ist in einem anderen Land, in Polen, aufgewachsen. Und dort in der Schule hat sie nur Polnisch gesprochen. Zu Hause Deutsch und Polnisch. Ihre Eltern haben in Polen gelebt, aber sie sind Deutsche. Sie haben den Antrag gestellt, in die Bundesrepublik umzuziehen. Nun sind sie da. Sie wollen hier zu Hause sein.
Anna auch. Und ihr macht es ihr schwer. Aber sie ließen Anna in den nächsten Tagen wieder allein. Was kann man machen? Nix. Die redet ja nicht mit uns. Wir wollen ja. Die will nicht. Ach, die ist blöd. Die ist saudumm, kann ich euch nur sagen. Begonnen hat es dann mit einem alten Tennisball. Den hatte irgendeiner auf dem Schulhof gefunden. Sie hatten ihn sich im Rennen zugeworfen. Ben, Bernhard und Katja. Anna stand unter dem Kastanienbaum an der Schulhofmauer. Wieder alleine für sich. Sie stand da wie ein Ausrufezeichen. Richtig vorwurfsvoll. Ben fand das doof. Er holte aus und warf. Der Ball traf Anna mitten auf die Stirn. Gleich wird sie heulen, dachte Ben. Aber Anna blieb still, rieb sich die Stirn, drehte sich sehr, sehr langsam zur Mauer. Das war gemein. So was Doofes. Es hörte sich an, als meinte er Anna. Aber er meinte sich. Ben hatte plötzlich einen riesen Zorn auf sich. Das geschieht dir recht. Hättest du doch geschmissen, du Arsch. Jetzt bist du auf einmal feige, was? Anna! Wenn sie nicht will, dann eben nicht. Selber schuld. Da guckte sie zu ihm hin. Auf ihren Backen waren Streifen von Dreck. Sie hatte sich mit den Händen die Tränen weggewischt. Ihre Augen wirkten noch trauriger als sonst. Mann, oh Mann, solche Augen. Sie ging ein paar Schritte auf ihn zu. Entschuldigung. So schlimm war es nicht. Aber du hast geheult, weil ihr alle mich nicht mögt. Ich mag dich aber. Uiuiui. Was ist denn los? Nichts. Scheiße. Du hast gesagt... Uiuiui. Das hatte er gar nicht sagen wollen. Das mit dem Gernhaben. Ben hielt sich die Ohren zu und heulte wie eine Sirene. Er sah, dass Anna redete. Er konnte sie nicht hören. Darüber war er froh. Er war völlig durcheinander und rannte vor ihr her. Sie kamen zu spät aus der Pause, aber Herr Seidmann machte keinen Zirkus wie sonst. Am anderen Tag ging dann alles schief. Nichts klappte. Dabei hatte er sich auf die Schule gefreut. Er sah, dass Bernhard bei Anna stand. Sie redeten miteinander. Anna lachte sogar. In Ben kribbelte es wie in einem Ameisenhaufen. Und Bernhard gab natürlich sofort an. Du, die Anna ist aus einer Stadt, die heißt Katzenwitz. Die gibt's nicht. Doch, du hast ja gar nicht mit dir geredet. Trotzdem. Also, ich bin auch noch da. Ich will euch heute erzählen, wie die Dörfer früher entstanden du, sind. Du, ich finde die Anna noch, doch gut. Was die Leute ich gemacht nicht. Haben, ehe sie Dörfer Scheiße. Bauten und Bauern ich gehe jetzt mit der Anna. Geh doch. Irgendetwas musste Ben mit Bernhard machen. Der musste was abkriegen, sonst wäre er geplatzt. Er holte aus seinem Ranzen einen Aufkleber. Ein Mondgesicht. Aber kein grinsendes, sondern ein heulendes. Unterm Tisch zog er das Bildchen von der Folie. Als Bernhard aufstand, legte er den Aufkleber umgekehrt auf den Stuhl und Bernhard hatte einen heulenden Mond am Hintern. Da Bernhard Tafeldienst hatte, musste er vor dem Ende der Stunde nochmal nach vorn. Der Mond saß fabelhaft, richtig in der Mitte. Bei jedem Schritt von Bernhard verzog er das Gesicht. Alle zischelten, kicherten, hielten sich die Hände vor den Mund. Ben sah zu Anna rüber. Sie hatte die Backen aufgeblasen, die Faust vor den Mund gepresst und freute sich. Ben spürte, wie die Ameisen aufhörten zu kribbeln. Er war froh. Verflixt nochmal, jetzt hatte er schon wieder an Anna gedacht. Ärgerlich kaute Ben an seinem Bleistift. Er will nicht an Anna denken. Es wäre ihm lieber, er könnte richtig mit Mathe loslegen. Und sonst gar nichts. Tag, Ben. Hallo, Holger. Junge, Junge, du machst ja ein Gesicht. Was machst du denn da? Mathe, das ist vielleicht ein Mist. Zeig mal. Ach nö, das ist gar nicht so schwierig. Du musst bloß diese Zahl hier... Nun fällt Ben auch wieder ein, wie die Rechnungen gehen. Sie sind wirklich nicht schwierig. Bloß wenn Anna und Mathe in seinem Kopf durcheinander gehen, dann klappt es nicht. Nachdem sie fertig sind... Du, Holger, wie ist denn das, wenn man verknallt ist? Piept's bei dir, Zwerg? Selber Zwerg. Ach, war nicht so gemeint. Richtig verknallt? Hm. Kenn ich sie? Nein. Also wenn man verknallt ist, dann denkt man dauernd an das Mädchen. Und es ist so, als ob man Bauchweh hat, wirklich. Was Holger sagt, stimmt tatsächlich. Ben spürt, wie sein Bauch spannt oder seine Brust. Oder wie ihm überhaupt alles ein bisschen wehtut. Vielleicht war das auch nur Einbildung. Ben schiebt den Stuhl zurück und Holger gegen die Knie. Au, du bist ein Blödmann. Ach, erst heulst du fast und jetzt? Lass mich doch in Ruhe. Und schon ist Ben in seinem Zimmer verschwunden. Mit Mühe verbeißt er das Heulen. Er holt die Meersau Trudi aus ihrer Kiste und streichelt sie.
Wenn Trudi sich besonders wohl fühlt, fängt sie an zu pfeifen. Jetzt pfeift sie. Am Abend kommt Vater nach Hause. Er ist ziemlich kaputt. Mutter stellt ihm wortlos das Essen hin und den Tee. Er trinkt in einem Zug die Tasse aus und sieht in die Zeitung. Am schlimmsten war die Rückfahrt bei diesem Regen. Wie war's? Bei wem? Na, bei dir und den Jungen. Ach, viel Grippe. Die Praxis war voll. Bei dem Schweinewetter. Und bei euch? Nichts Besonderes. Doch, es gibt eine Neuigkeit. Ben hat eine Freundin, das hat er mir selbst erzählt. Ach, was? Gute Nacht. Wart mal einen Augenblick. Kennen wir sie? Nein. Ist es Katja? Nein, die ist es nicht. Sie ist... Halt doch endlich die Schnauze! Kinder! Kinder, Kinder! Sie heißt Anna und ist 9 in der Klasse. Und sie kommt aus Polen. Das ist auch schon alles. Aus Polen, Ben? Wie kann denn das sein? Sie wird zu diesen Umsiedlerfamilien gehören. Ben drückt sich an Holger vorbei und verriegelt die Badezimmertür hinter sich. Es gefällt ihm nicht, wie Vater diese Familien betonte. Mit denen red ich nicht mehr über Anna. Mit Holger auf jeden Fall nie mehr. Doch am nächsten Morgen kommt Mutter doch noch dazu, mit ihm über Anna zu reden. Ben, wir wollen dir das gar nicht ausreden, das mit Anna. Das könnt ihr auch nicht. Ja, ich fand es auch nicht nett von Holger. Ist ja egal. Ist sie wirklich aus Polen? Ja, aus einer Stadt, die heißt so ähnlich wie Katzenwitz. Du meinst wohl Katowitz? Ja, so. Dann bring sie doch mal mit, Ben. Weiß ich nicht. Oh, du bist ja nicht gerade sehr gesprächig. Nee, ich muss jetzt los. Übrigens, zu Pfingsten kommt Onkel Gerhard für 3 Tage. Prima. Auf Onkel Gerhard freut er sich. Der ist eine echte Abwechslung. Vater stöhnt zwar immer, Onkel Gerhard sei eine wahre Nervensäge, aber schließlich ist er Vaters älterer Bruder. Und ganz schön verrückt. Kaum ist der Unterricht zu Ende, rennt Ben aus der Schule. Er will draußen auf Anna warten. Er versteckt sich im Eingang zur Bäckerei. Sie trödelt mal wieder. Dafür entdeckt ihn Bernhard, der sich in der Bäckerei Brauseherzen kauft. Hau ab! Warum denn? Willst du kämpfen? Du hast ja einen Knacks. Wenn Anna jetzt kommt, sieht Bernhard, dass ich auf sie warte. Mist! Anna taucht tatsächlich auf. Sie geht allein auf der anderen Straßenseite und kann Ben nicht sehen. Das ist gut. Jetzt muss nur noch Bernhard aus dem Laden. Vorher kann er Anna nicht nachlaufen. Die alte Bäckerin braucht aber auch ewig, die Brauseherzen in die Tüte zu zählen. Los, hau ab! Du hast ja nicht alle. Mensch, zieh Leine. Ist ja schon gut, Ben. Bernhard verzieht sich. Ben sieht ihm nach und fängt an zu zählen. 1, 2, 3. Bei 20 muss er auf jeden Fall losrennen, sonst kann er Anna nicht mehr einholen. Er weiß nicht, wo sie wohnt 16, und welchen Weg sie 17, geht. 17, 18, 19, 20. Los, Ben! Als er Anna fast erreicht hat, bleibt er stehen. Er hat plötzlich Angst, Anna könne ihn für blöd halten und ihn wegschicken. Dann gibt er sich einen Ruck. Hallo Anna, das ist doch gar nicht dein Nachhauseweg. Nein. Willst du ein bisschen mitgehen? Ja, wo wohnst du denn? Am Gläberweg. Aber... Da sind die Barackenwohnungen. Da wohnen wir. Aber nicht mehr lang. Papa hat schon einen Antrag gestellt. Und der verdient bald wieder. Hat er nicht immer verdient? Doch. In Polen schon. Nur zum Schluss nicht mehr, weil wir weg wollten. Und hier nicht, weil wir aus Polen kommen. Ich weiß auch nicht. Das ist aber doof von den Leuten. Von welchen Leuten? Na, die deinem Vater keine Arbeit geben. Papa sagt, mit uns Kleinen kann man's ja machen. War schön in Katowice? In Katowice? Ja, in Katowice. Da war's schön. Wir hatten es gar nicht so weit in die Berge. Und bei den Gruben konnten wir spielen. Gruben? Naja, Kohlengruben, wo man tief aus der Erde Kohle rausholt. Kennst du das nicht? Doch, doch, ich weiß schon. Also, da war mein Papa Grubenschlosser. Jeden Tag ist er heruntergefahren. Ist ja toll. In Katowice hatte ich auch viele Freundinnen. Am meisten habe ich mit... Und Anna erzählt und erzählt. Ganz rote Backen kriegt sie dabei. Ben sieht sie von der Seite an. Er findet sie schön. Und ganz anders als die anderen Mädchen, die er kennt. Schließlich stehen sie vor der Baracke. Die sieht schrecklich alt aus. Kommst du mit rein? Ich muss nach Hause. Meine Mutter weiß gar nicht, wo ich bin. Schade. Ben rennt den ganzen Weg nach Hause. Er freut sich.
nächsten Tag proben sie das Fußballspiel fürs Schulfest. Ben ist kein besonders guter Fußballspieler. Es ist ihm auch nicht so wichtig. Aber heute bei der Probe schauen die Mädchen zu. Anna schaut zu. Ben gibt sich Mühe. Er rennt mehr als sonst, holt sich den Ball häufiger als sonst. Aber wenn er mal am Ball ist, stimmt nichts mehr. Er stolpert, fliegt beinahe über den Ball, trifft ihn nur halb, schießt ihn vor die Füße des Gegenspielers. Schlimm. Das Schlimmste aber ist, Anna lacht. Anna lacht ihn aus. Nach dem Spiel geht er Anna aus dem Weg. Sie ist eine genauso blöde Gans wie alle anderen Mädchen auch. Er erzählt alles der Meersau Trudi. Die pfeift nicht ein einziges Mal, sondern hört ihm ruhig zu. Darauf beschließt er, Anna einen Brief zu schreiben. Er reißt eine Seite aus dem Reliheft und steckt in den Füller extra eine neue Patrone. Dann fängt er an. Liebe Anna, du warst heute gemein. Wo du gelacht hast, ich kann eben nicht so gut Fußball spielen, dafür kann ich aber toll schwimmen. Das hat mir nicht gefallen, dass du gelacht hast. Ich bitte dich, das nicht mehr zu tun, denn sonst gefällst du mir. Nun frage ich dich, willst du mit mir gehen, dein Ben? Den Brief schiebt er während der Pause in Annas Ranzen. Da wird sie ihn schon finden. Alle freuen sich auf die Pfingstferien. Ben nicht. Anna hat ihm auf seinen Brief nicht geantwortet. Ben kann das nicht begreifen. Hat ihr sein Brief nicht gefallen? Sie könnte es ihm ja sagen. Aber so? Am letzten Tag vor den Ferien schiebt sie ihm einen Zettel auf den Tisch. Die Klasse grinst. Ben legt seine Hand flach auf das Papier und zieht es langsam weg. Du musst gleich lesen. Also, ich bin auch noch da. Trotzdem. Was heißt dir trotzdem? Die Anna hat den Ben. Einen Brief hat sie ihm geschrieben. Ja, na und? Er hat ihn in die Tasche gesteckt und nicht gelesen. Ach, deshalb dein Trotzdem. Also, Ben, lies den Brief mal und dann ist Ruhe. Jetzt? Ja. Vorlesen! Ruhe! Ihr wisst wohl nicht, dass es ein Briefgeheimnis gibt. So, wir fangen mal an. Und das Lieber Lesebuch Ben, aus der Tasche. Ich habe deinen Brief bekommen. Was du sagst, finde ich schön. Gehst du weg in den Ferien oder könnten wir was miteinander machen? Deine Anna. Fertig? Ja. Dann kannst du jetzt wieder mitmachen und der Anna nach der zweiten Stunde sagen, was du von ihrem Brief hältst, klar? Ben nickt. Aufpassen kann er jetzt nicht mehr. Er überlegt, ob er mit Anna aus der Klasse in die Pause gehen soll oder ob es besser sei, vorauszurennen und auf dem Schulhof auf sie zu warten. Da könnten die anderen nicht so spotten. Anna kommt ihm zuvor. Sie stellt sich ihm in den Weg. Fahrt ihr also weg? Mm-mm. Prima, morgen bist du eingeladen zu uns. Papa und Mama wollen, dass du zum Essen kommst. Das ist bei uns in Polen so, dass man sich zum Essen einlädt. Aber wir sind nicht in Polen. Bin ich blöd? Da muss ich zu Hause fragen. Tu's mal. Da musst du aber auch zu uns kommen, Anna. Klar. Wenn Onkel Gerhard zu Besuch ist, machen wir sicher einen Ausflug. Mit dem Auto? Mit was denn sonst? Weil ich so lange nicht mit dem Auto gefahren bin. Habt ihr dann keins? Nein, erst muss Papa Arbeit haben. Bis morgen. Aber wir können nach der Schule noch reden.
Geht nicht. Mama wartet auf mich. Hat sie dich geküsst? Nein, nein, nein. Warum hat sie das getan? Irgendwie ist es schön gewesen. Am Nachmittag schließt Ben sich in sein Zimmer ein. Er setzt sich an seinen Schreibtisch und schreibt langsam Satz für Satz. Anna ist nicht so groß wie ich. Anna kommt aus Polen. Ich liebe Anna. Anna kommt aus Katowice mit einem E hinten dran. Anna hat schwarze Haare und einen dicken Zopf. Anna ist anders als andere Mädchen. Anna hat ein schönes Gesicht, wegen den Augen. Wahrscheinlich mag mich Anna. Ich mag Anna sehr. Anna hat mich beinahe geküsst. Anna hat wirklich die schönsten Augen. Als Ben nochmal liest, was er aufgeschrieben hat, schämt er sich. Er zerknüllt den Zettel und wirft ihn in den Papierkorb. Ben wacht am anderen Morgen erst spät auf. Heute ist er bei Anna eingeladen. Er springt aus dem Bett und saust ins Badezimmer. Er badet sich ausgiebig. Er wäscht sich die Haare. Er schneidet sich die Fingernägel. Er föhnt sich die Haare. Er zieht seine Lieblingsjeans an und das weite Hemd. Er nimmt eine Handvoll von Vaters Rasierwasser und befeuchtet sich Stirn und Backen. Er setzt sich an den Küchentisch und frühstückt in aller Ruhe. Als Holger kommt, ist es mit der schönen Ruhe aus. Grete, Grete, komm mal, aber schnell, das musst du sehen, das gibt's nicht noch einmal. Der kleine Bruder, ich kann nicht mehr. Oh, das kann nicht wahr sein. Du hast dir selber die Haare gewaschen und dich einfach so am hellen Morgen gebadet? Lasst mich in Frieden. Nein, 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 aber auch nein. Mann, das duftet ja wie in einem Blumengeschäft. Ist dir auch schon aufgefallen. Sag mal. Hast du womöglich mein Parfum benutzt? Nein, das ist Horstrasierwasser. Stimmt's? Hm. Vaters Rasierwasser? Ha, ich fass es nicht, ich kann nicht mehr. Hast du dich denn etwa auch rasiert? Ja. Halt! Ich hab doch noch einen Blumenstrauß für Annas Mutter. Warte doch, Ben. Brauch ich nicht. Ha, der ist doch selber eine Blume. Auch Anna merkt es gleich. Oh, du hast dich aber schön gemacht. Wegen uns hast du das nicht tun müssen. Komm rein. Gleich hinter der Tür war die Küche oder das Wohnzimmer. Und darinnen hielten sich eine Menge Menschen auf. Erwachsene und Kinder. Es war sehr warm in der Stube und roch nach Essen. Als Ben hereinkommt, ist es einen Augenblick still. Ben begrüßt alle, dann reden alle wieder durcheinander, auf Polnisch und auf Deutsch. Ben fühlt sich wohl. Ihm gefällt diese laute Fröhlichkeit. Er denkt, Anna ist arm, aber sie hat es trotzdem gut, weil die so anders sind. In der Mitte stehen zwei hohe Töpfe, aus denen es dampft. Annas Vater schöpft jedem auf, ihm zuerst. Es schmeckt ihm und er lässt sich noch eine zweite Portion aufladen. Nach dem Essen zieht Anna ihn nach draußen. Wo schläfst du? Wir haben noch ein Zimmer. Da schlafen wir Kinder. Nur Vater und Mutter schlafen in der Küche. Wie viele Geschwister hast du denn? 6. 4 hast du gesehen und die beiden Großen gehen auf eine Heimschule, damit sie Deutsch lernen. Hast du auch so Deutsch gelernt? Ich habe es für mich gelernt, von Mama und Papa. Toll. Willst du sehen, wo ich mich immer verstecke? Klar. Sie laufen über den weiten, schmutzigen Platz vor den Baracken und dann auf einem schmalen Weg zwischen Kleingärten. Der Weg endet vor einem Bahngleis. Die Schienen sind verrostet und zwischen den Schwellen wächst Gras. Anna hüpft vor ihm auf den Schwellen. Komm, Ben! Ui, ui, ui! Hier ist es schön, nicht? Gleich kommt die Überraschung. Die Überraschung steht versteckt hinter Gestrüpp, doch direkt neben dem Gleis. Ein Holzhäuschen. Wahrscheinlich hat man früher Geräte darin aufbewahrt. Ben ist begeistert.
Auf dem Boden liegt eine Matratze mit einer bunten Decke darauf. Sogar ein Stuhl und ein Regal sind vorhanden. Und Mickey-Maus-Hefte. Und 5 verbeulte Teebüchsen. Aus einer fischt Anna ein Stück Schokolade. Sie setzt sich auf die Matratze. Ist das Haus deins? Ja. Und das hier alles auch? Ja. Schön. Möchtest du auch Schokolade, Ben? Mhm. Komm, setz dich doch. Hier. Danke. Stimmt das, was du mir geschrieben hast? Was? Dass du mich magst. Ja, das stimmt. Ich mag dich auch. Ja? Ja, wirklich. Ich bin müde. Leg dich auch hin, Ben. Dreh dich doch mal um. Er dreht sich um und ihr Gesicht liegt jetzt vor seinem. Sie atmet und er fühlt ihren Atem auf seinen Backen, seiner Stirn. Er macht die Augen zu. Sie fährt ihm mit dem Finger übers Gesicht und plötzlich über die Lippen. Es kitzelt. Pass auf, ich beiß dich. Tu es doch. Aua, mein Arm. Du bist warm. Jetzt schlafen wir aber. Ich bin nicht müde. Ich auch nicht. Komm, Ben, wir setzen uns raus auf die Schienen und lesen Mickey Maus. Magst du? Klar. Sie sitzen ganz eng nebeneinander, lachen über die Bilder. Wenn Anna lacht, spürt er ihr Lachen. Ein paar Mal legt er den Arm um ihre Schulter, nimmt ihn aber wieder weg. Er kommt sich ungeschickt vor. Wir müssen gehen. Kommst du noch mit rein? Nein, ich muss nach Hause. Aber einen Kuss kannst du mir geben. Ben macht ungeheuer schnell. Dabei erwischt er mit den Lippen ihre Nase und erst am Schluss ihren Mund. Puh, morgen kommst du zu uns. Wenn ich darf. Am Nachmittag. Tschüss. Tschüss. Er rennt ihr voraus über den Barackenhof und sieht sich nicht mehr um. Als Ben aufwacht, hört er im Garten Onkel Gerhard lachen. Onkel Gerhard lacht wie niemand sonst. Er zieht nämlich die Luft beim Lachen ein und macht dauernd... Das hört sich an, als braust eine Sau durch den Garten. In einem Aufsatz hat Ben seinen Onkel einmal so beschrieben. Onkel Gerhard ist 2 Meter lang und ganz dünn. Beim Gehen knickt er ein, dann sieht er aus wie ein Vogel. Seine Arme sind zu lang und zu dünn. Und sein Kopf ist ein bisschen zu klein. Er hat graue Haare, die sind immer zu kurz und zu stopplich. Er zieht oft Jeans an und bunte Jacken, was Mutter verrückt findet. Onkel Gerhard ist Chemiker, aber eigentlich ist er Erfinder. Er sagt, ich erfinde Sachen, die niemand braucht. Mutter schimpft meistens fürchterlich über seine Erfindungen. Mutter hat tatsächlich schon wieder was zu schimpfen. Ben springt aus dem Bett und läuft in den Garten. Da ist er ja, der Siebenschläfer, der Sausebraus, der Sackhüpfer, der Säbelbeinige. Hurra! Geht's dir denn gut, Benjamin? Das musst du sehen, Ben. Aus einem Wassereimer wächst ein Baum. Er wächst schnell und war aus Schwamm oder einem ähnlichen Zeug. Am Anfang war nichts da. Und jetzt ist er schon so groß. Mann, das ist ja unheimlich. Oh, nichts als eine normale Hexerei. Wie hoch wird das Ding denn, Gerhard? Oh, etwa so hoch wie der Kölner Dom. Du bist schlimmer als ein Kind. Sind Kinder denn schlimm? Ich geb's auf, Gerhard. So, Jungs, jetzt wird gebastelt. Oh nein, bitte mal sehen, nicht. Ob wir nicht einen Dauerpiepser fabrizieren können. Bitte, Gerhard. Einen ganz leisen. Ben bastelt nicht mit. Er hat noch eine Menge zu tun. Er will sein Zimmer in Ordnung bringen, die Kiste von Trudi putzen. Alles wegen Anna. Aus Holgers Zimmer dringt nach einer Weile wirklich ein leises, aber dauerhaftes Piepsen. Anna kommt viel zu früh. Sie hat sich wie Ben schön angezogen. Mutter mag Anna sofort. Holger auch. Alle mögen Anna. Ben freut sich. Er zeigt Anna sein Zimmer und Trudi das Haus und den Garten. Du hast es schön. Dir soll's auch so gehen. In Katowice ist es viel kleiner, aber noch schöner als bei euch. Möchtest du wieder zurück nach Polen? Ich weiß nicht. Jetzt ist es eben so. Ben, Anna, das Essen ist fertig. Onkel Gerhard hat höchstpersönlich den Tisch gedeckt. Mutter guckt unsicher, aber Onkel Gerhard hat ein ganz unschuldiges Gesicht. Anna, gib mir bitte deinen Suppenteller. Danke. Und jetzt Horst? Hm? Olga, hier. Ha 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 ha!
So vieltönig habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Sicher verstärkt die Hitze das Ganze. Großartig. Jetzt reicht's. So viel Albernheit in einer Mannsperson ist nicht zu ertragen. Ich bitte dich, Gerhard, sammle die Teller ein und spül sie ab. Aber die Kristalle sind unschädlich und ohne jeden Geschmack. Bitte, Gerhard. Das Mittagessen verläuft ohne weitere Störung. Vater schlägt vor, zum Stausee zu fahren, und alle sind einverstanden. Am Stausee besteht Vater auf einem Spaziergang von mindestens 2 Stunden. Holger und Ben motzen. Immer dieser Familiengänsemarsch durchs Grüne. Aber Vater gibt nicht nach. Ben und Anna trödeln als Letzte hinter ihm her. Du, Anna, ich finde, wir gehen zum See zurück. Ach, wir wollen lieber bei den anderen bleiben, Ben. Wir wissen ja nicht, warum wir weg sind und suchen nach uns. Bestimmt nicht. Die können sich denken, dass wir umgedreht sind. Sie rennen Hand in Hand zwischen den Bäumen und erreichen bald den See. Kein Mensch ist zu sehen. Sie ziehen Strümpfe und Schuhe aus und planschen und spritzen im Wasser. Ich bin ganz nass. Ich auch. Jetzt bade ich. Ben zieht sich ganz schnell nackt aus und taucht ins Wasser. Anna hat ihm zuerst ganz verblüfft zugeschaut, sich dann ebenfalls ausgezogen und zappelt neben ihm im Wasser. Sie klammert sich wie ein Äffchen an ihn. Er reißt sie mit sich und das Wasser. Los lässt er sie nicht. Als sie zusammen auftauchen, spucken sie, japsen und gurgeln. Im Wasser bin ich leicht, da kannst du mich tragen. Ja, stimmt. Du darfst mich nicht so angucken. Ich guck dich gar nicht an. Lass mich los, ich möchte raus. Nein. Er drückt sie fest an sich und will sich wärmen. Bitte, bitte, Ben. Also gut. Auf einmal schämt er sich, als sie nackt vor ihm herläuft. Er bleibt stehen, dreht sich um und schaut auf den See. Wir haben nichts zum Abtrocknen, Ben. Du musst nur hin und her rennen. Und wenn uns jemand sieht? Da ist doch keiner. Quatsch. Anna hat ein knallrotes Frottee-Höschen an und rennt mit wirbelnden Armen um einen Baum herum. Ben zieht sich ebenfalls die Unterhose an, setzt sich auf einen Baumstamm und bibbert am ganzen Leib. Hier, nimm mein Kleid, deck dich damit zu. Dann wird es nass? Das macht nichts. Ich bin schon trocken. Sie setzt sich neben ihn und wickelt das Kleid um sie beide. Er hört nicht auf zu bibbern. Soll ich dich abrubbeln? Ja, bitte. Du musst stillhalten. Ja. Wird's besser? Ja. Anna umarmt ihn und zieht ihn an sich. Er rührt sich nicht. Sie bleiben lange so sitzen. Er fühlt, wie ihre Wärme zu ihm wandert. Ihr Gesicht berührt seines. Ben denkt, es soll gar nicht mehr aufhören. Ben sagt, was er nicht sagen will. Du, meine Eltern warten. Ja, wir müssen uns anziehen. Hinter der nächsten Bucht stoßen sie auf die anderen. Zu Bens Verwunderung schimpft keiner. Langsam geht die Sonne unter. Es wird kühl. Die Eltern braten Würstchen über einem offenen Feuer. Es duftet wunderbar. Als sie Anna vor der Baracke absetzen, ist es Nacht. In den Ferien treffen Anna und Ben sich nicht mehr. Sie kommt nicht. Und Ben will sie nicht besuchen. Dabei denkt er dauernd an Anna. Mutter fragt, ob Anna und er Krach hätten. Das ärgert Ben. Alle sind gemein. Anna auch. Er hofft, dass sie am ersten Schultag fehlt. Aber sie ist da. Er sieht sie gleich, als er auf den Schulhof kommt. Sie flüstert Bernhard was ins Ohr. Er könnte sie verprügeln. Bernhard auch. Anna lacht. Bernhard lacht. Ben streicht langsam an den beiden vorbei, die Fäuste geballt in den Hosentaschen. Bernie, du Arsch! Was hast du denn? Warum bist du so gemein zu dem Bernhard? Weil er gemein zu mir ist. Das ist doch nicht wahr. Er hat dir nichts getan. Du musst es ja wissen. Komm, Bernhard. Der spinnt. Der Ben spinnt wirklich. Ich werd krank. Ich bin krank. Ich hab Fieber. Ich möchte heim. Ich möchte... Sterben möchte Ben. Dann wird Anna alles leid tun. Als es klingelt, trottet er hinter den anderen her. Da er Seidmanns Schritte hinter sich hört, beeilt er sich. Die Klasse scheint mehr auf ihn zu warten als auf Seidmann. Er muss nicht lange nachforschen, warum. An der Tafel steht in großen Buchstaben: Ben liebt Anna. Ben steht wie angewurzelt. Er hat gewusst, dass sie ihm noch was antun würden.
Er spürt die Hand von Herrn Seibmann auf seiner Schulter. Sie streichelt ihn unmerklich. Die Klasse beginnt zu summen. Ben zieht ängstlich die Schultern zusammen. Gleich wird der Krach ausbrechen. Und so ist es. Ben liebt Anna, Ben liebt Anna, johlen sie, kreischen und lachen. Ben kann das Schluchzen kaum mehr zurückhalten. Ganz langsam dreht sich Herr Seibmann um. Ben dreht er mit sich, so dass auch Ben in die Klasse sehen muss. Sie machen Bewegungen wie in einem alten Film, wie Stan und Olli. Einer nach dem anderen setzt sich. Einer nach dem anderen schweigt. Ben bemüht sich, nicht in die Richtung zu sehen, wo Anna sitzt. Sie hat einfach mitgemacht. Sie hat mit allen gelacht. Sie hat ihn verspottet. Anna hat ihn verspottet. Da fehlt eine Zeile auf der Tafel. Kann mir einer von euch helfen? Nein? Gut, dann schreibe ich es an die Tafel. Anna liebt Ben. Aber das stimmt ja nicht. Das stimmt ja gar nicht. Zur Liebe gehören nämlich zwei. Ihr könnt ja nach der Stunde darüber nachdenken. Ist dir nicht gut, Ben? Weißt du was? Wenn du willst, darfst du nach Hause gehen. Das lässt Ben sich nicht zweimal sagen. Er nimmt den Ranzen und rennt aus dem Klassenzimmer. Ben wird tatsächlich krank. Er bekommt hohes Fieber. Mutter nimmt sich seinetwegen frei. Der Doktor besucht ihn jeden Tag. Er sagt, Ben habe eine komplizierte Grippe. Ben träumt viel. Es ist immer ein blödes Durcheinander, in dem meistens Anna vorkommt. Als er schon fast gesund ist, erzählt Vater ihm, dass er Mitscheks besucht habe. Anna geht es prima, Ben, und sie lässt dich grüßen. Hast du sie gesehen? Ja, ich habe ihren Vater besucht. Weißt du, ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich Herrn Mitschek helfen, ihm eine Arbeit beschaffen. Das ist ja schlimm, so warten zu müssen, so hin und her geschoben zu werden. Der Herr Mitschek hat deshalb auch eine Mordswut. Aber er hat die Sache selber angepackt. Er hat einfach an ein paar Kohlengruben im Ruhrgebiet geschrieben und von einer hat er jetzt Bescheid bekommen. Er kann sofort anfangen. Tja, die Familie kriegt sogar eine Wohnung. Mir hat's gefallen, dass er nicht alles so mit sich machen lässt. Anna geht auch weg? Ja, das ist schade. Aber ihr könnt euch ja Briefe schreiben. Ben dreht sich zur Wand und Vater bleibt noch eine Weile bei ihm sitzen, ohne zu reden. Anna überrascht ihn. Sie wartet, als er zum ersten Mal wieder zur Schule geht, am Garagentor. Erst will er auf Anna zurennen, aber dann geht er ganz langsam. Hat dich jemand hergebracht, Anna? Nein, dann bist du ja schon lange auf. Das finde ich toll. Ich gehe weg mit meinen Eltern. Ja, ich weiß. Ich bin traurig, wegen dir, weil wir uns dann nicht mehr sehen. In der Schule feiern sie einen großen Abschied. Die Klasse hat gesammelt und Herr Seibmann überreicht ihr einen neuen Ranzen. Anna ist ungeheuer verlegen. Ben begleitet Anna nach Hause. Er wollte ihr vorschlagen, noch einmal zu dem Häuschen am Bahndamm zu gehen. Er tut es nicht, weil Anna aufgeregt ist und weil ihre Eltern schon packen. Alle geben ihm die Hand. Anna begleitet ihn noch ein Stückchen zurück. Plötzlich bleibt sie stehen. Ich muss jetzt helfen, sonst schimpft Mama. Ben denkt, zum Abschied muss ich Anna einen Kuss geben. Es kommt nicht dazu. Anna stupst ihn gegen die Brust und rennt wie verrückt fort. Er sieht ihr einen Augenblick nach. Dann rennt auch er los. Viele Sätze gehen in seinem Kopf durcheinander. Ich hab Anna lieb. Anna geht weg. Ich muss Anna gleich schreiben. Anna kann uns ja besuchen. Ich hab Anna wirklich lieb. Er könnte heulen, aber er heult nicht.